schon mal als Terrorist bezeichnet worden? Ich kann mich nur erinnern, dass ich zur Arbeit gegangen bin. Dann bin ich um mein Leben gerannt. Aber das Video. Wo hatte ich das Paket her? Und warum sollte ich eine Bombe ausliefern? Für wen? Die Konsequenzen sind jedenfalls überall spürbar. Alles, was zwischen Trish und mir war, ist weg. Sie hat nichts gesagt, keine Emotionen gezeigt, ist einfach weggegangen. Aber dann haben die Menschen um mich herum angefangen, mich zu erkennen. Es wurde unangenehm. Sogar Sieg sah mich misstrauisch an. Wir haben beschlossen, uns auf der Stanton-Brücke zu treffen. Wir wollen weg aus der Stadt. Hoffentlich kommt er. Denn im Moment habe ich nicht viele Freunde. Sogar Sieg ist misstrauisch. Eieiei. Erster Blick, Mission abgeschlossen. 500 Erfahrungspunkte erhalten. Durch ihre Taten sind sie heldenhafter geworden. Und wurden zum Terroristen ernannt. Schön. Ja. Ja. Ich gehe ja schon. Ja. Ich will dir nicht wehtun. Ich möchte gut sein. Lass mich in Ruhe. Ich bin fast bei der Brücke. Da dich alle hassen wie die Pest, müssen wir hier weg. Und zwar pronto. Wir treffen uns dort. Und Sieg, danke, dass du mir hilfst. Kein Thema, Mann. Ich werde mich doch nicht mit dir anlegen. Bis gleich. Na toll, wir gehen in die falsche Richtung gerannt. Ach, hättest du mal früher anrufen können. Ich komme gerade von Ground Zero zurück und eine Menge Kinder da draußen frieren. Wenn sie etwas hergeben können, bringen sie es ihnen. Die Kinder brauchen es dringender als sie. Es muss nicht unbedingt Kinderkleidung sein. Alles hilft. Geben sie, was sie haben. Den Kindern ist es egal, ob die Kleidung passt oder nicht. Hauptsache, sie hält wahr. Mama. Puh. Ah. Und nicht vergessen, die Reaper sind immer noch da. Wow, wow. Freigeschalteter Stunt, tiefer Fall. Das hört man auch gerne. Aber ich muss jetzt erstmal zum Natürlich. Ja, ich gehe ja schon. Allerdings immer hier so auffällt, es wirkt alles ziemlich trüb, grau. Also das ist so ein bisschen das, was mir ein Spiel so ein bisschen missfällt. Aber okay, dann ist hier. Hauptsache die ganzen Wegepunkte sind so richtig schön blau und hervorgezogen. Ich wollte bloß ein bisschen Geld verdienen. Die Flucht. Stamptonbrücke. Der schnellste Weg aus der Stadt. Falls wir an dieser wild gewordenen Meute vorbeikommen. Wir kommen hier schon raus. So oder so. Folge mir. Natürlich. Ach, diesmal darf ich vorlaufen. Sehr schön. So. Sie befinden sich in einem gesperrten Bereich. Es kann tödlich. Wir müssen an den Spezialeinheiten vorbei, wenn wir hier raus wollen. Ich könnte aus der Meute heraus ein paar Wachen einen Stromschlag versetzen, um einen Tumult auszulösen und sie von uns abzulenken. Das bedeutet leider, dass eine Menge unschuldiger Prügel beziehen werden. Bitte lassen Sie mich raus! Polizei allein angreifen oder sie aus der Menge heraus beschießen, um einen Aufruhr anzuzetteln? Nein, wir sind doch lieb. Also machen wir das alles alleine! Gute Tat! Eine gute Tat stärkt ihren guten Ruf. Also, her damit! Oh, der Lukas! Aber dafür sind es doch ein bisschen zu viele. Strategischer Rückzug. Oh oh. Danke, Laterne! Wo sind sie denn jetzt? Ich
Geräte mit einer roten, blinkenden LED-Anzeige können aufgeladen werden. So, jetzt gucken wir uns mal die blinkende LED an. Wenn diese rote LED klein ist. Okay, auf jeden Fall klein, okay. Trotzdem, die LED ist ja schon hart, ne? Aber gut, los, weiter geht's. Gib Gummi. Ja, Schutz suchen hinter diesen Dingern. Nein, grad nicht. So, mit hier, hinter Objekten in Deckung gehen. Dicht herangehen und Kreis drücken. So. Oh, IMG. Man sieht. So, sprich, wenn es alles immer schön schwarz-weiß wird und dieser schöne blutrote Rand kommt, sind wir halb vom Abnippeln. Also entweder dann Stromquelle suchen oder in dem Fall abwarten. Da ist die Stromquelle. Ja, damit. Toll, von einem MG her. Super Plan. Durchgezielt. So. Ihr seid auch toll, Eddie. Ihr steht da hinten und hättet den eigentlich schon erledigen können. Ganz schön. Leute, ihr seid doch zahlenmäßig überlegen. Ach Gott. Heilige Liebe hier. So. Wieder diese winzig blinkende Idee. Ja. Holt das Vögelchen. Ja. Hey, häng dich an den Container und schieße über ihn. Dann bist du schwerer zu treffen. An den Container hängen. Dieser Bereich steht unter strenger Quarantäne. Gegen ungeschütztes Betreten wird ausnahmslos tödliche Gewalt angewendet. Das ist die letzte Warnung. Tödliche Gewalt. Sehr beruhigend. Was haben die denn da? Einiges. Oh, das ist ein Saft. Dieser Bereich steht unter strenger Quarantäne. Gegen unbefugtes Betreten wird ausnahmslos tödliche Gewalt angewendet. Das ist die letzte Warnung. Spruch kann von mir sein. Leute, ihr steht davor. So. Ah, geschützt deaktivieren. Dann machen wir. Ah, 5 Erfahrungspunkte. Kleinvieh, Leute, macht auch Mist. Also immer her damit. Und zack. Immer früher gewusst, ne? Naja.
Alter, wollen wir noch. So, jetzt stehen wir alle hier. Ja, haben doch schon einige überlebt. Da. So. Ja. Dann machen wir mal. Auf. Dieser Bereich steht unter strenger Quarantäne. Gegen unbefugtes Betreten wird ausnahmslos tödliche Gewalt angewendet. Das ist die letzte Warnung. Die hast du schon dreimal gesagt, Vogel. Aber gut, dann auf in die Freiheit. Hoffentlich. Wow! Hinter dem Tor war eine Mauer aus Stacheldraht und Maschinengewehr. Sieg unternahm etwas. Er warf sich gegen das Tor zur Entsorgungsanlage und stürzte dann in den Hafen. Und ich bewegte mich, schneller denn je. Sie kannte meinen Namen. Die FBI-Agentin Moya hatte das Video von Ground Zero gesehen und hier auf mich gewartet. Sie wusste, dass ich abhauen wollte und Superkräfte habe. Sie sagte, ihr Mann John habe vor der Explosion versucht, die Erstgeborenen zu infiltrieren. Eine verdeckte Gruppierung, die an einem Projekt namens Strahlenkugel arbeitete. Es handelt sich um ein Projekt, das mehreren Menschen neuroelektrische Energie entziehen und diese in einer einzelnen Person bündeln kann. In der Nacht der Explosion verlor sie den Kontakt zu John und trotz aller ihrer Verbindungen schon bald auch die Hoffnung. Dennoch hat sie mich geholt. Sie schien Vertrauen in mich zu haben und hat mir ein Angebot gemacht. Ich soll zurück in die Stadt und John und die Strahlenkugel finden. Und sie hilft mir zu fliehen und meinen Namen wieder reinzuwaschen. Diese Strahlenkugel-Geschichte klingt zwar verrückt, aber schließlich wurde ich plötzlich eine wandelnde Steckdose. Vielleicht ist also doch etwas Wahres dran. Keine wandelnde Steckdose. Du sagst es. Wegen der Unruhen da oben ist das der einzige Weg in die Stadt. Aufgrund unserer neuen Partnerschaft habe ich mir erlaubt, die Frequenz ihres Handys zu klonen. Ich bin mit ihrer GPS-Ortung verbunden und kann jedes Wort hören. Na, super. Ich kann jedes Wort hören. Ein Babysitter. Wunderbar. Hier kommt die wandelnde Steckdose. Okay. Wasser, das so hart ist wie Stein, natürlich. Explosionsscherben sind stark elektrisch geladene Erdstücke, die bei der Explosion der Strahlenkugel verstreut werden. Ihr Einsammeln bringt Batteriekerne, mit denen mehr Elektrizität hergestellt werden kann. Oh je. Braune Brühe. Giftige. Oh! Giftige braune Brühe. Oh! Ein paar Rohre zerfetzt. Interessant.
Ich werde das überprüfen. Sorgen Sie dafür, dass Sie wieder in die Stadt kommen. Oh, verflixt. Ha. Ach, natürlich. Da oben. So, habe ich wenigstens Moja mal ein bisschen mit Labern erspart, ne? So. Und diese Rohre, natürlich, springen die da wieder raus. Krall. So, wie sieht das jetzt aus hier, die zweite? Oh, ja. So ungefähr. Vergessen Sie nicht, wer die Fäden in der Hand hat. Finden Sie John und die Strahlenkugel und ich hole Sie da raus, ohne Fragen zu stellen. Aber wenn Sie mich hintergehen oder Dummheiten machen, werden Sie sich wünschen, Ihre Mutter hätte Sie niemals auf die Welt gebracht, Sie Armleuchter. Ist das klar? Ja, glasklar. Die braucht unsere Hilfe, beschimpft uns und unsere Mutter. Ich hatte auch sonst nichts zu tun, die gute Frau. Natürlich, festhalten kann ich mich, aber... Aber drauf stehen gehe ich. Cole? Mann, schön dich zu sehen! Mission abgeschlossen. 500 XP erhalten. Das ist das Land Umgebungsverstrecker. Okay. Gute Arbeit am Tor, Dampfwalze. Verdammt, den Fall habe ich überlebt. Aber zurück ans Ufer zu schwimmen? Mann, ich bin doch nicht Michael Phelps. Aber schwimmen kannst du trotzdem. Hey, mach mal langsam, Blitzableiter. Sag mal, wie zum Teufel hast du das nur überlebt, Mann? Bei der Menge Kugeln, die da rumgeflogen sind. Ich hatte dich schon abgeschrieben. Gehen wir nach Hause. Ich erzähle es dir unterwegs. Dampfwalze, Blitzersleiter. Fast alle Menschen können mit widrigen Umständen fertig werden, aber wenn du den Charakter eines Menschen prüfen willst, so gib ihm Macht. Und sie entzieht neuroelektrische Energie. Wuhu, ich wusste es. Es stimmt, was ich gesagt habe. Alles ist wahr. Die Regierung macht gemeinsame Sache mit einer Geheimorganisation. Die Strahlenkugel. Verdammt, jetzt ergibt alles Sinn. Beruhig dich, du tust dir noch weh. Die Strahlenkugel scheint allen Macht zu verleihen, die sie kontrollieren. Du musst sie finden. Klar, ich könnte einen Assistenten gebrauchen. Träum weiter! Sieg Jedediah Dunbar ist sein eigener Meister. Dein zweiter Vorname ist Jedediah? Allerdings, nach meinem Großvater. Er war ein starker Mann, wenn auch nicht groß. Keine Ahnung, woher Sieg kommt, aber bestimmt... Du musst mal schlafen und baden. Ich habe etwas zu erledigen. Schlafen und baden. Du sagst es. Ach ja. Ich habe schon ein paar Anhaltspunkte für Sie. Die Koordinaten wurden auf Ihr Handy geladen. Rufen Sie an, wenn Sie dort sind. Wichtig. Für erledigte Missionen ausgeführte Stunts und Kämpfe bekommt man Erfahrungspunkte in Klammern XP. Die XP. Kann man für Kraft-Upgrades einsetzen. Für manche Kräfte-Upgrades müssen sie zusätzliche Nebenmissionen erledigen oder eine höhere Karma-Stufe erreichen. Okay. So. Kräfte-Menü aufrufen. So, was haben wir denn hier? 1267. Also, nicht so doll. So. Was nehmen wir denn da? Nachschlag. Ja, Schadensminderung hört sich gut an. Können wir wenigstens mehr einstellen. Steht unten drauf. Upgrades, die die Schadensmenge reduzieren, die Feinde Coal zufügen. Dann nehmen wir das mal. Gut. Nahkampf. Na. Ja, hier wechselt sich. Ja, weiß ich nicht. Du ziehst ja so oder so Energie ab. Kommt auf die Schnelligkeit an oder wie ist es dann?
Energie aufzuladen. Sie brauchen Energie für ihre Kräfte. Ja, was bringt das dann, wenn ich das upgrade? Aber naja. Was war denn das hier noch? Der Blitzschlag. Ja, der normale Abkommen, nehmen wir die auch mal, ne? Haben wir noch irgendwas? Ne, hier. Höhe 200. 800. 800. Nein, ne. 600. 800. Ja, ne. Gut, haben wir das.